So, willkommen zur heutigen Live-Sendung. Ein Online-Satsang-Zusammensein, ein heilsames Zusammensein mit Gaia. Ja, und ihr seid alle, die da sind, alle ihr seid eingeladen, aktiv mit dabei zu sein, das zu genießen, zum Eintauchen, wenn der Impuls entsteht, im Chat eine Frage zu stellen oder was zu schreiben. Cheat ist an der Regie, ist am Bildschirm und wird es dann vorlesen, sodass ihr ganz mittendrin seid in diesem Satsang. Ja, es geht um einfach Zusammensein in Wahrheit. Das ist ja das, was es heißt, Satsang. Egal, wenn Fragen über irgendwas auftauchen. Gaia hatte den Impuls gegeben über Fragen über das Wesentliche, über Erleuchtung oder über Heilung oder was auch immer. Ja, seid ihr einfach eingeladen, da Impulse zu geben oder eine Frage zu stellen und genau. Und ansonsten alles, was da ist, die Stille zu genießen und unser Zusammensein von jedem Einzelnen. Ja, okay. Dann wünsche ich uns ganz viel Spaß. Gutes Eintauchen und genießen. Und erforschen oder was auch immer geschieht. Okay. Den Chat zu schreiben, das ist ja, willkommen, willkommen, willkommen. Alle, die wir jetzt hier dabei sind, können uns einen Moment Zeit nehmen, hier anzukommen mit der Aufmerksamkeit. Und was heißt es eigentlich, hier ankommen mit der Aufmerksamkeit? Einfach mal bemerken, ob wir mit den Empfindungen, den Körperempfindungen, den Sinnesempfindungen, die gerade hier sind, in Kontakt kommen können. Ist es möglich für uns, die Kraft zu spüren, die uns von unten gerade hält, oder unsere Körper? Egal wie, die Füße am Boden oder die Sitzknochen auf dem Sofa oder auf dem Stuhl oder wo immer sie gerade sich befinden.
ist es möglich für uns, den Halt zu spüren, der von hinten unseren Rücken gerade hält, wenn unser Körper irgendwo anlehnt. Was geschieht, wenn ich bemerke, wie sich mein Brustkorb ausdehnt beim Einatmen und wieder zusammenzieht beim Ausatmen? Oder vielleicht sogar andersrum. Gibt es die Erlaubnis, das einfach mal so wahrzunehmen, ohne es zu bewerten, es irgendwie verändern zu müssen, es irgendwie kontrollieren zu müssen, sondern einfach nur feststellen, die Füße am Boden, der Hintern auf dem Stuhl, der Rücken an der Lehne, der Atem, der ein- und ausfließt. Die Gedanken, die kommen. Und vielleicht auch wieder gehen. Was taucht auf im Erleben, wenn das die Aufmerksamkeit bekommt? Werden die Anspannungen mehr oder werden sie weniger? Oder werden die Anspannungen, die da sind, auf einmal mehr bewusst? Kann ich überhaupt Anspannungen gerade bemerken? Vielleicht sind Spannungen im Körper, die gar nicht unbedingt hier und jetzt sein müssten. Aber lass uns nicht versuchen, sie irgendwie loszulassen, zu verändern. Wie ist der Zustand des einfach nur Bemerkens? Und während hier so die grobstofflichen Körpererfahrungen bemerkt werden, vielleicht kann auch die Aufmerksamkeit ein bisschen zu dem feinstofflichen Bereich gehen.
Und wer immer Schwierigkeiten hat mit diesen Unterscheidungen, grobstofflich oder feinstofflich, oder da gar keinen scheinbaren Zugang dazu hat, versuch dich nicht anzustrengen. Lass es spielerisch, anstrengungslos. Vielleicht können wir den Raum bemerken, in dem diese grobstofflichen und feinstofflichen Energien stattfinden. Irgendetwas, das sich bewusst ist. Wie ist denn das, was sich über diese Erfahrungen hier bewusst ist? Wie ist das, was bleibt, wenn die Erfahrungen für einen kurzen Moment keine Aufmerksamkeit bekommen? Was bleibt da überhaupt? Und in diesem ganzen Geschehen, wer oder was bin ich eigentlich? Irgendwas existiert in diesem Moment, was ich bin. Das existiert schon hier und jetzt. Es gibt also keine Möglichkeit, das zu werden oder es loszuwerden oder dahin zu kommen oder sich davon zu entfernen.
Das bin ich bereits. Aber ist das, was ich bin, auch das, was ich wahrnehme? Kann das überhaupt sein? Lass uns schauen, was wird hier wahrgenommen gerade in diesem Moment? Oder was bleibt, wenn die Gedanken, Gefühle und Empfindungen für einen Moment außer Acht gelassen werden? Ist das, was ich bin, ein Gedanke oder eine Ansammlung von Gedanken? Oder ein Gefühl oder eine Ansammlung von Gefühlen? Oder eine Sinnesempfindung? Sowas wie sehen, hören, berühren. Wahrscheinlich können wir schnell entdecken, das sind alles Aktivitäten, die hier bemerkt werden können. Von wem? Von was? Wer bemerkt es? Was bemerkt es? Wie ist das, was bemerkt? Wo ist das, was bemerkt? Das kann ja ganz klar erlebt werden, dass die Welt, wie sie hier erscheint, irgendwie bemerkt wird. Und zu einer sogenannten Welt gemacht wird. Und schau mal in dir nach, wenn du in diese Meditation oder in diese Anweisungen, die gerade hier kommen, wenn du diesen folgst, was erlebst du? Wie ist das Erleben? Ist es eher stressig, angespannt? Oder ist es vielleicht ein bisschen angenehm und entspannt? Bringt dein Verstand an und sagt, ach, das ist doch alles nur eine Illusion. Warum sich mit dem Körper beschäftigen? In der absoluten Wahrheit ist das, was ich bin, nicht das, was erfahren wird. Mag stimmen. Vielleicht weiß ich nicht, was ich bin, wer ich bin. Und wer weiß es nicht, was ich bin? Oder weiß irgendwas, dass ich nicht weiß, wer ich bin? Und wie ist das, was es weiß? Wie ist es, das weiß, dass während des Tiefschlafs kein Ich, kein Du, keine Welt, kein gar nichts da ist? Ja, meine kleine Anfangsmeditation für heute. Danke fürs Zuhören, danke fürs Mitverfolgen. Wenn du die Augen geschlossen hattest und es genossen hast, kannst du, wenn du magst, die Augen einfach wieder öffnen, dich mal ein bisschen orientieren in
dem Raum oder in dem Space, wo du dich gerade aufhältst. Kannst du einfach mal nachschauen, ob alles in Ordnung ist. Scheint so. Scheint aber nur. Gibt's gerade Gefahren hier? Bedrohungen? Hier, jetzt, in diesem Moment? Hier im nächsten Umfeld? Wer will das wissen? So, ich bin bereit für Fragen, in welcher Art sie auch immer sind. Ein paar Menschen sind ja in ihrer Lebendigkeit hier. 40? 40 im Internet? So, wer immer mir eine Frage stellen möchte, kann es tun. Danke von Nityanand. Wofür dankst du, Nityanand? Die Meditation. Was ist passiert mit der Meditation? Wie ist das Erleben? Hier gab es gerade mal kurz die Frage, wer will das wissen, ob hier Bedrohungen sind oder Gefahren? Und wir können sagen, hier sind mindestens zweierlei oder zwei Ebenen, die hier stattfinden. Mindestens zwei. Hier gibt es das, was du bist, was du wirklich bist. Und hier gibt es das, was darin erscheint. Was darin erscheint, ist zum Beispiel diese Form oder die vielen Formen hier. Das ist eine Form, von der man sagen kann, dass sie mit Lebensenergie durchströmt ist. Man könnte sagen, die Form lebt. Und da dieses Leben designed ist zum Leben und Überleben, ist hier dieser Vorgang eines permanenten Abcheckens, ob dieses Überleben bedroht ist oder nicht. Das läuft häufig absolut unbewusst ab. Und wenn dieser Vorgang gestört ist und nicht abläuft, dann kann dieses System eigentlich kaum aus eigener Kraft überleben. Das, was du wirklich bist, hat nicht mal irgendeine Notwendigkeit zu überleben. Hat kein Bedürfnis nach Heilung oder Sicherheit.
die Frage über die Meditation Nityananda. Ich bemerke gerade, wie eine Anspannung und Unruhe, die im Hintergrund heute den ganzen Tag über da war, sich löst. Hm. Dadurch, dass ich mir Zeit nehme, hier zu sein. Ja. Ja. Die Zeit können wir uns öfters mal nehmen, einfach hier zu sein. Was wir häufig nicht tun, weil wir mit was anderem beschäftigt sind. Ja, ich freue mich, dass das Erleben für dich auftaucht. Und stelle nur mal kurz vor, oder wir alle können uns vorstellen, die Menschen haben ja alle diese gleiche Kapazität. Wir alle Menschen würden mal für einen kurzen Moment in dieser Meditation sein. Von mir aus nur die Deutschen, ne? Das sind ja auch schon mal ein paar Millionen von den knapp 7,5 Milliarden, die es hier gibt. Und wir können weiterspinnen und uns vorstellen, die 7 Milliarden hätten einen kurzen Moment Zeit für diese Meditation und würden sie durchführen. Auf was für einen Planeten würden wir auf einmal leben? Wie wäre wohl das Leben, wenn jeder von uns bemerken würde, dass alles, was hier auftaucht, in mir geschieht, in dem, was ich bin? Jedes Lebewesen, was hier auftaucht, ist in mir. Wie groß könnte da meine Bereitschaft sein, mich an diesem Menschen, der hier in mir auftaucht, zu bevorteilen? Oder diesem Menschen irgendwie Gewalt zuzufügen?
Das geht nur, wenn wir unbewusst sind. Wenn die Idee da ist, das, was ich bin, hört irgendwo auf und das, was du bist, fängt irgendwo an. Und dazwischen ist eine Grenze. Das ist das, wie es auf der Überlebensebene stattfindet. Ja? Da gibt es ganz klar meinen Space und deinen Space. Aber wenn wir wissen, dass mein Space und dein Space alles in dem abläuft, was ich bin, kann ich dann bewusst deine Grenzen überschreiten? Dich zu irgendwas zwingen, was du nicht willst? Nur damit es mir irgendwie besser geht? Geht es? Prüf mal nach. Ja? Erzähl. Also mein Gefühl ist, dass man sich auch selber verletzen kann und sich selber benachteiligen kann und sich selber über Grenzen zwingen kann. Und solange sowas möglich ist, ist es eben auch möglich, dass man das anderen antut. Ja, indem dieses Bewusstsein darüber, wer du wirklich bist, fehlt. Hm. In dem Moment, wo ich es nicht mehr mir selber antun kann, kann ich es auch niemandem anders mehr antun. Oder du kannst es dann eher leichter dir antun als jemand anderem. Ja? Weil da ist das Erkennen auf einmal, dass das, was auftaucht in mir, dasselbe ist wie ich. Ja? Ich bin das. Ja? Und es fällt mir echt schwer, mich selbst zu verletzen. So diese Mechanismen, von denen du sprichst, das sind eher gelernte Überlebensstrategien, die sich wahrscheinlich seit der Zeugung oder vielleicht sogar davor schon entwickelt haben. Das sind Überlebensstrategien, die wir damals gebraucht haben und jetzt nicht mehr brauchen. Ne? Die sind oft unbewusst und werden irgendwann bemerkt oder auch nicht. Meine ganz persönliche Erfahrung ist in der Tat die, dass ich irgendwie noch nie irgendjemanden irgendwas antun konnte, sondern eher mir teilweise irgendwas angetan hatte und eben lernen musste, genauso umsichtig und genauso, wie ich anderen gegenüber bin, auch mir selbst gegenüber zu werden. Genau, das sind die Bedürfnisse, ne? Diese Bedürfnisse, da, wo du sagen könntest, meine Bedürfnisse, ja? Denen auch eine gewisse Aufmerksamkeit zu geben und auch zu erkennen, welche sind da. Ja, und nicht die Bedürfnisse der anderen zu befriedigen, um selbst irgendwie überleben zu können. Das ist ja die Idee dahinter. Ja, aber die Idee war sozusagen so installiert, wenn ich die Bedürfnisse der anderen erfüllen kann oder dafür sorgen kann, dass es allen gut geht, dann geht es mir selber auch gut. Genau, dann kann ich überleben. Passiert überhaupt nichts, sondern das ist das, was mich glücklich macht. Hm. Was aber nicht stimmt. Ja, und da ist die Frage, wie kann das eigentlich sein, dass das nicht nachhaltig glücklich macht?
machte. Weil es ist eigentlich, egal wie ich es drehe, und ist es die optimale Haltung der Welt gegenüber. Ja. Weil es nicht in unserer Kapazität und in unserer Macht liegt, andere Menschen glücklich zu machen. Das ist ein Kindheitsprogramm, was wir irgendwie übernommen haben, was wir versucht haben, mit unseren Eltern zu machen. Irgendwelche Löcher zu füllen, die unsere Eltern gehabt haben. Und was uns in irgendeiner Form die Information gegeben hat, das brauchen wir, um zu überleben. Ja? Hier schon die Erfahrung, irgendwas zu sehen, wo es was braucht und dahin zu eilen, ja? Ja. Und zu helfen oder zu machen und zu sehen, was für eine Freude und Dankbarkeit, ne, das auslöst, und sich selbst daran zu freuen und darüber zu freuen. Das heißt, ich habe schon die Erfahrung gemacht, dass es mir möglich ist, andere Menschen zu beglücken. Ja, klar, man kann vielen Menschen Freude machen oder Menschen unterstützen, für Leute da sein, aber sie zu erfüllen oder sie wirklich glücklich zu machen, ist uns nicht möglich. Also sie zu sich selbst zu bringen. Sie zu sich selbst zu bringen oder uns zu uns selbst zu bringen. Ne? Ja, uns zu uns selbst zu bringen ist, glaube ich, schon möglich. Also sich selbst zu sich selbst zu bringen ist noch das einzig Mögliche, aber ich kann nicht wen anders zu sich selbst bringen. Wir können auch nicht uns zu uns selbst bringen, weil das geht schon gar nicht, weil wir sind ja gar nicht zwei, ja? Da ist ja keiner da, der... Wir sind ja nicht zwei, ja? Schon, wenn das Bewusstsein feststellt, dass es das ist, was das alles wahrnimmt, dann ist das doch ganz schön. Ja, das stimmt. Das ist ganz schön. Aber brauche ich doch gar nicht zwei. Genau, es sind ja auch gar keine zwei da. Es ist ja deine Erfahrung, ich bin und nicht ich und ich bin. Aber wenn ich mich zu mir selbst bringen. Da sind schon drei. Wortklapperei. Weil gefühlt ist es eins. Natürlich, ja. Wenn man drüber spricht, klingt das immer, als wäre man viele. Und das ist man ja irgendwie auch. Von der anderen Seite betrachtet ist man ja alles. Und insofern ist es auch okay. So, und wenn diese Aufmerksamkeit in dem einen ruht oder liegt, ist dann ein Gefühl oder ein Erleben von Mangel da oder von... Es gibt auch keine Probleme. Es gibt auch keine Probleme. So, die Probleme tauchen immer nur auf mit einer Idee von irgendjemand zu sein. Jemand zu sein, der getrennt ist von diesem einen. Und dieser eine versucht dann, sich zu sich selbst zu bringen oder die anderen zu sich selbst zu bringen. Das ist ein endloses... Ein Teufelskreis. So ähnlich wie hier und jetzt zu versuchen, im Hier und Jetzt zu sein. Wie soll man das schaffen? Es ist ja schon längst der Fall. Und wir können letztendlich unser Gegenüber nur verletzen, wenn in uns eine Art von Angst oder Bedrohung stattfindet. Ja.
Deswegen ist es ganz wichtig, immer wieder zu bemerken, dass hier keine ist. Oder wenn eine ist, dass wir dann handeln können. Aber nicht so zu tun, als wäre hier eine und es ist gar keine da. Meine Erfahrung mit der Verletzung ist eher so, dass ich ganz oft wahrnehme, dass wer oder was sich verletzt fühlt, von irgendwas, was da kommt, von irgendwo. Und irgendwas anderes würde sich niemals verletzt fühlen, ja, bei dem Gleichen, was da kommt. Das heißt, dass im Empfänger eine Wunde ist oder irgendwas ist an einer Stelle, wo eben dann was kommt, was da dran rührt. Und wenn da eine Wunde ist, entsteht Verletzung oder fühlt sich das so an. Wenn da aber keine ist und das kommt und berührt, da ist auch keine, also gibt es keinen Schmerz und keine Verletzung. Dass ich mich oft gefragt habe, wie kann es denn sein, wenn ich was Liebevolles oder sonst wie, ne, aussende, trotzdem Verletzung ausgelöst werden kann. Und es kann, weil es hat nichts unbedingt damit zu tun. Ja, ja. Weil du sagtest, in mir muss was verletzt sein, um andere zu verletzen, oder? Nee. Oder Angst sein, oder ich weiß nicht mehr, was du gesagt hattest, oder Schmerz sein. Was ich gesagt habe oder versucht habe zu sagen war, wenn ich weiß, dass das, was da sitzt, ein Anteil von mir selbst ist, dass es in diesem Wissen unmöglich ist, dich absichtlich zu verletzen, sondern alles, was mir dann einfällt, ist zu versuchen, dich zu unterstützen, ja, dich, und zwar so, dass es in dir zur Blüte kommt. Ob mir das jetzt gelingt, ist eine andere Frage. Aber das ist zumindest die Absicht. Ja? Weil wenn du blühst, ist das ja ein Erleben in mir. Ja? Wenn du Schmerz empfindest, ist es ja ein Erleben in mir. Wenn du Verlust empfindest, ist es ein Erleben in mir. Wenn ich mich abgrenze von dir und sage, das ist dein Kram, ob du jetzt stirbst oder nicht, ist ja mir egal. Das, dieses Abgrenzen sozusagen, dieses knallharte Abgrenzen, also rauszugehen aus dem Kontakt, aus dem Gefühl, macht es ja überhaupt erst möglich, dass solche Tat passieren kann. Aber das muss man auch erstmal können, sich so abgrenzen. Das ist wichtig, dass man das auch kann, ja. Das stimmt. Und trotzdem im Gefühl zu bleiben. Und das ist wichtig. Und das ist oft, wenn wir frühkindliche Traumata haben oder erlebt haben, dass das für uns schwer ist, ja. Wenn unsere Eltern unsere Grenzen, die wir eigentlich permanent gesetzt haben, nicht respektiert haben. Oder unsere Mitmenschen, Brüder, Schwestern, keine Ahnung, wer auch immer da über unsere Grenzen tritt. Ja? Aber hauptsächlich Eltern, weil die auch diese Macht haben und wir diese Not haben, sie irgendwie brauchen, zu brauchen. Ne? Laura, es kann Mitgefühl auch tauchen. Warte noch mal einen kleinen Moment, Schied. Einen kleinen Moment. Können wir da erstmal? Ja, okay. Danke. Okay, jetzt. Es kann Mitgefühl auftauchen,
das an nichts gebunden ist. Und die Dinge können sein, gelassen werden. Sein, gelassen werden. Hm. Sein in Klammer. Ah. Können, sein, gelassen werden. Mir gelingt das zum Beispiel nur, wenn das Wissen für mich präsent ist, dass alles, was hier geschieht, ganz von selbst geschieht. Dass hier kein Handelnder da ist. Nur wenn das für mich vollkommen klar und so hier jetzt erlebt wird, kann dieses Mitgefühl da sein. Für egal welche Handlung es ist. Und dieses Mitgefühl heißt noch lange nicht, dass ich akzeptiere, dass es geschieht. Aber es macht es tolerierbar. Ganz genau, und dann ist es unglaublich heilsam. Danke, Gaia. Danke auch. Interessant, also alles, was bis jetzt gesagt wurde, so in Resonanz. Ich erlebe gerade Menschen, mit denen ich in Kontakt bin, die mir nahe sind, und die kommen zum Beispiel mit einem großen Schmerz, wo sie raus möchten. Wo sie einfach nur raus möchten. So, denn. Und dann merke ich, mit den Menschen zu sein, also in diesem tiefen Schmerz. Und dann ist so ein. Hat sich das total verändert in den Jahren. Und ich freue mich, dass ich einfach mit den Menschen sein kann und irgendwie gar nicht irgendwie den Wunsch habe, dass das jetzt, weil ich das damals selber nicht fühlen wollte, habe ich irgendwie versucht, die da schnell raus. Und jetzt habe ich gemerkt, oh, das ist nicht mehr. Ich kann die total in den Schmerz und die können weinen und die können und ich kann einfach mit denen so sein. Und das, oh, das erfüllt mich richtig. Also es ist richtig schön. Mhm. Und dann geschieht es, oder es ist geschehen. dass dann trotzdem so ein Drang von dem Gegenüber, ich will da aber nicht mehr, bitte sag mir, bitte hilf mir, ich will da nicht mehr, es tut mir nicht gut, ich will da nicht noch tiefer rein, mach, also bitte sag mir oder helf mir. So. Und dann habe ich gemerkt, bin ich in was reingeswitcht, doch irgendwie so ein Druck, weil ich den ja lieb habe, irgendwie helfen zu wollen. So. War ich drinne.
wie man das auch immer nennt, Falle oder so. Dann habe ich einfach alles das ausgesprochen, was da war, was ich wahrgenommen habe und so, einfach in guter Absicht. Und das fühlte sich so an, wie scheinbar angenommen, erstmal so. Hm? So. Und dachte ich, ach, okay. Und ein paar Tage später habe ich gemerkt, also bekam eine Resonanz, so dass das alles irgendwie, also wie so, das war nicht gut und das war und nee und hm. Und das hat in mir, ich will nicht über den anderen, es hat in mir was ausgelöst, wo ich gemerkt habe, ich war verletzt. War ich richtig verletzt? In mir war was verletzt. Ich habe mir so viel Zeit genommen, so viel und wollte doch nur das Beste. Und eigentlich wollte ich ja nur da sein und bin aber dann doch, weil der Wunsch so stark war. Und das beschäftigt mich, merke ich noch. Ne? Denke ich, okay, wer war da jetzt? Was in mir war da verletzt? War das, weil ich in der Falle war, weil ich helfen wollte? Oder... Also ich hänge da noch ein bisschen, ja. Oder das Ego, oder... Was immer das ist, ja. Was immer das Ego ja. ist. Ja. Ja. Also ich merke, es beschäftigt mich einfach ja. noch. Ja. Wir können mal ein bisschen hinschauen. Ja. Und schau mal nach, ob du mit der Wunde, die gerade da berührt wird, ein bisschen in Kontakt kommen kannst, ohne dass du unbedingt verschwinden musst von ihr. Ja. Ja, es ist schon präsent. Ist schon präsent. Ja, ja, es ist präsent. Ja, so. Hm. Hm. Wenn du jetzt mal, wenn du da bist, hast du ein Gespür dafür, in welcher Organisiertheit dein Nervensystem gerade ist? Ist es eher so in so einem kindlichen, frühkindlichen, kannst du da irgendwie, oder ist es eine Jugendliche, oder ist es die erwachsene Frau? Also das Gefühl ist eher von der erwachsenen Frau. Okay. Mhm. Und wenn du von dieser Verletzung spürst, die sprichst, die da aufgetaucht war nach diesem Feedback dieser Person, da wurde ja eine Wunde berührt. Mhm. Und wie du da reagiert hast, wie du es gerade gezeigt hast, so auch, wie deine ganze Bewegung war und dein ganzer Ausdruck von dir. Kannst du da nochmal hinkommen und spüren, wie alt du da warst? Fünf, sowas kriege ich mit, sowas. Ja. Wow, ne? So in dieser erwachsenen Frau ist quasi eine Information gespeichert, die auf einmal die Wunde von so einer dreijährigen, drei- bis fünfjährigen zum Vorschein bringt. Ja? Dann kommt auch dieses... Und jetzt lacht aber auch was in dir, dass dieses Trotzige auch mal einfach den Raum kriegt. Ne? Ja, es hat gut getan, ja, also das gut dem getan. Raum zu geben. Ja. Und gleichzeitig jetzt in diesem Raum, was jetzt hier da ist und durch... Ich kann ja schon wieder lachen, weil das erkannt wird, dass es... ja, dass es einfach nur gedient hat, und wieder so ganz in Kontakt zu sein mit dem Gefühl, ja? Also genau, mit dem Gefühl in Kontakt sein. Und auch dieses Trotzige, was vielleicht damals gar nicht wirklich gelebt werden konnte, jetzt mal einfach gelebt werden kann. Es kann zum Abschluss kommen irgendwie. Ja. Ja. Und
Und es gibt keine Bestrafung, dass das das Ego ist oder dass du noch irgendwas nicht wirklich siehst. Ja, das sind ja Bestrafungsmechanismen, die wir Spiris ja gut drauf haben. Ne? Ich bin noch nicht. Ich bin da noch nicht. Ich bin noch nicht so weit. Ja, so Zeugs. Ja. Und besonders Ego, ja. Also wenn Ego da ist, ist darf gar nicht, ja. Und gut ist zu spüren, ne? Ja. Das sind frühkindliche Dinge, die, wo wir versucht haben, als Kind irgendwie unseren Eltern zu helfen, wenn die in so einem Schmerz waren. Ja. Und als Kinder haben wir auch noch diese Kapazitäten, so offen und liebevoll und liebend zu sein. Wir können nur nicht reflektieren, wie viel Verletzung da eigentlich für uns passiert. Das kommt erst später. So, da können wir uns nicht, können nicht unseren Space schaffen, als Kinder. Und das, dass wir das nicht konnten, ist die Wunde, ja. Und dann dieses Erleben, jemandem helfen zu wollen. Wir können es nicht. Wir können es einfach nicht. So, wir können aber, wenn so Menschen zu uns kommen, sie fragen, was ist deine Ausrichtung? Wo willst du hin mit diesem Schmerz? Ja? Ich will loswerden, ich will loswerden, ich will loswerden. Ja, da können wir gleich sagen, stopp. Das ist ein Kinderkram. Das ist die Idee von kleinen Kindern. Ne? Und vor allen Dingen kannst du es nicht machen. Ne? Das war auch vollkommen klar. Ne? So, da können wir die Menschen kurz mal einladen, in ihren erwachsenen Zustand zu gehen und zu bemerken, okay, das ist ein Kindertraum. Ja? Mein Schmerz soll weg. Dann kann schon mal irgendwie eine andere Ausrichtung passieren. Ne? Du kannst sagen, ja Mensch, ich hätte gerne, dass ich mit diesem Schmerz ein bisschen mehr Stabilität habe. Da kann man vielleicht dann unterstützen, indem man einfach mal darauf hinweist, was hier gerade alles stabil ist. So dass der Fokus auf die Ressourcen kommt. Ja. Aber wenn wir versuchen, jemanden den Schmerz zu nehmen oder jemanden zu heilen, und glauben, wir sind dafür verantwortlich, dann ist es dann übernehmen wir einen Job, das können wir nicht. Aber wir können den Menschen vielleicht darauf hinweisen, irgendwas zu entdecken, was heil ist, je nachdem, in welchem Zustand er sich gerade befindet. Und das geht immer leichter, wenn das System ein Gefühl hat von Halt und von Sicherheit. Das, was wir als Kinder eben ganz oft nicht hatten. So, dann kann diese frühkindlichen Mechanismen können stoppen, können mal durchatmen. Der andere bereit ist, ne? So, ja. Da müssen wir gucken und checken, ist der andere bereit? Für was ist er bereit? Und wir können nur immer kleine Schritte gehen. Wenn jemand tief depressiv ist und der sagt, was ich mir wünsche, ist Glückseligkeit, wie soll man das schaffen? Ne? Innerhalb von. Und mach es für mich, ja? Mach's für mich, Sabine. Aber so Einstellungen haben wir ja oft. Ja?
So gehen wir ja zum Arzt oder zum Therapeuten oder zum Heiler oder zum Heilpraktiker. Ja. Mach's mir. Ja. Mach mich glücklich. Das ist ein Kinderding. Mhm. Und dann gibt's die Erleuchteten, die sagen, ja, ich mach's dir. Oder die Ärzte. Ja, genau. Genau. Ja. Und so von beiden Seiten bedient. Dankeschön. Danke auch. Wie fühlt es sich jetzt an? Ja, ganz entspannt. Entspannt. Ja, total. Ja. Also es ist irgend so ein komisches Gefühl, nicht mehr da, vielleicht irgendwas falsch gemacht zu haben, ne? So, sowas, also das ist die Idee, die ist irgendwie verschwunden. Okay. Ja. Wie schön. Und was erlebst du in deinem System, wenn die Idee, irgendwas falsch gemacht zu haben, nicht da ist? Genau. Verbunden, ne? Ja, verbunden, lebendig, ja. Ja. Leicht. Leicht. Fühlt sich leicht an. Ja. So die strengen Advaita-Menschen würden jetzt sagen, ja und? Wen kümmert's, ja? Ob sie das ist oder nicht. Das, was ich wirklich bin, oder das, was vor allem ist, das dem ist es egal. Aber mit dem haben wir sowieso nichts zu tun. Ne? Das ist keine Erfahrung, keine Empfindung, kein Erleben. Also was wir erleben, ist die Illusion. Oder die sogenannte Illusion. Aber das sagen ja die strengen Advaita-Freunde. Und ich bin auch einer. Ja? Also um das nicht abzuwerten. Ich liebe Advaita. Und Advaita ist ja quasi das eine, wo wir vorhin auch drüber gesprochen haben. Und trotzdem, wenn das, was Illusion ist, gegen eine andere Illusion knallt, tut's weh. Ja. So, es ist mir vollkommen egal, ob wenn mein Kopf hier gegen die Wand stößt, ob das eine Illusion ist oder nicht, es tut weh. Oder wenn der Zahn entzündet ist, das tut weh. Oder wenn der Darm entzündet ist, das tut weh. Und jetzt hier zu sagen, ich bin das reine Sein und dieser Schmerz ist eine Illusion. Wenn wir das können, wenn wir die Kapazitäten haben, wie sie Ramana Maharshi zugeschrieben werden, warum nicht? Ja, der konnte sich dann seinen Arm da aufschneiden lassen ohne Betäubung, weil er so absorbiert war. Aber sind wir das? Sind wir da? Okay. Ja, und diese Mechanismen sind so hartnäckig und wir suchen den Halt und die Heilung immer außen. Warum findet das so schwer eine Umkehr statt? Ich würde den Satz ändern und sagen, bisher ist es öfters passiert, die Heilung außen zu suchen. Aber dass wir immer die Heilung außen suchen, stimmt schon mal gar nicht. Es ist häufig passiert, bisher. Das heißt, wenn wir das so erleben und so sehen, können wir es für einen Moment einfach erstmal abhaken. Weil so, jetzt bin ich hier und jetzt weiß ich nicht, wie es weitergeht. Ich komme mehr und mehr mit der Wahrheit in Kontakt.
ich komme mehr und mehr in Kontakt mit dem, was sich jetzt gerade nicht bestraft oder Verhaltensweisen bestraft. Und es, ein gewisser Abstand dazu kann passieren. Wir können sehen, okay, das sind Mechanismen. Das haben wir gelernt. Ne? Das früheste Kindheit, in der wir das gelernt haben, das Heil im Außen zu suchen, die Heilung im Außen zu suchen und zu erwarten, dass es mir irgendjemand machen kann. So, wenn wir den kurzen Moment mal anhalten. Dann können wir mehr schauen, was ist denn die Ursache für den Schmerz? So, einige Sachen können entdeckt werden. Angenommen, wir treten in eine Glasscherbe. Au, blutet, tut weh. So. Wir können jetzt sagen, naja, das ist jetzt eine Illusion. Wen kümmert's? Das Sein ist unberührt davon. Ist eine Einstellung, ne? Dann kann sein, dass da unten irgendwie es anfängt zu eitern. Und wir können denken, ja, Ramana hat es auch geschafft, ja, dem sind sogar die Maden in den Beinen rumgelaufen. Das muss ich auch schaffen, aber es tut echt saumäßig weh. Ne? Nee, dann wir könnten gucken, was ist die Ursache, ne? Was? Ach. Was hilft? Mal sauber machen. Mal gucken, wie tief sitzt es. Und vielleicht mit einer Pinzette rausziehen. So, bei so körperlichen Sachen ist es einfach. Meistens sind es aber ja auch die emotionalen Schmerzen, wo wir gar nicht wissen, wie kommen die überhaupt, wo kommen die her, wie soll ich die heilen? Und was sehr heilsam für uns alle ist, ist immer wieder das Hier und Jetzt zu bemerken. Das heißt, hier und jetzt zu bemerken, okay, ich habe es geschafft. Egal, was da gewesen ist, ich habe es geschafft. Das ist ja immer unsere Erfahrung. Ne? Ich bin jetzt hier mit all den Herausforderungen, die da gewesen sind. Und kann ich erstmal durchatmen. Ne? Das Hier und Jetzt, das ist kein spirituelles Hier und Jetzt voller Glückseligkeit. Aber es kann hier passieren. Aber ich kann erstmal merken, wow, ich habe es geschafft und hier ist im Moment ganz gut. Hier ist ein Sofa, an dem ich sitzen kann. Hier ist ein Getränk, was ich trinken kann. Da sind Menschen, die mir zuhören. Wow, was ist denn das für ein Luxus? So, das kann ich erstmal merken. Das können wir aber nur merken, wenn wir einen Moment anhalten. Und wenn wir merken, dass es Wiederholungen gibt von emotionalen Schmerz und es ist da irgendwo jemand, der kompetent ist,
mich dabei zu unterstützen und mit mir zu gucken, was da los ist, warum diese Menschen nicht aufsuchen. Ne? Es ist klar, keiner kann mir das nehmen. Kein Heiler, kein Therapeut, kein Guru, keiner. Auch wenn sie es, selbst wenn sie es behaupten. Ne? Was wir entdecken können, wenn wir Zugang haben zu dem, was wir wirklich sind, wir können vielleicht bemerken, wow, das ist echt eine riesen Ressource. Das hilft diesem Nervensystem zu entspannen. Und trotzdem, selbst wenn diese Entspannung da ist, wenn die Zahnentzündung da ist, wird die davon nicht geheilt. Das ist zwar ein heilsamer Raum, den wir dazu benutzen können, damit es erstmal ein bisschen mehr entspannt. Aber trotzdem, irgendjemanden müssen wir aufsuchen, der das, was ich gerade nicht kann, reinigt oder ein bisschen tiefer guckt, was ist da los. Ja? Vieles kann ich einfach nicht selber. So, hier sind zweierlei, mindestens zweierlei Vorgänge, die hier stattfinden. Das eine, was gar kein Vorgang ist, nämlich das zu sein, was ich bin. Und das, was da drin auftaucht. Und mit dem, was auftaucht, mit dem haben wir zu tun. Das ist die Erfahrung. Wir können sie nicht wegmeditieren. Selbst wenn unser Wille noch so stark ist, selbst wenn meine Bereitschaft zum Meditieren so groß ist, und wer will schon nur noch in seinem Zimmer sitzen und meditieren? Sicherlich gibt es die Menschen, ja? Und für die wäre es vielleicht echt toll, in die Himalayas zu gehen und in der Höhle zu sitzen und zu meditieren. Und warum auch nicht? Aber manchmal wollen wir ja auch in Kontakt sein, in Beziehung, in Liebe mit Partnern. Mit Kindern, mit Eltern. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt ein bisschen abgeschweift bin von der Frage. Ich habe die Frage schon längst vergessen, ich weiß nicht mehr, was es war. Weißt du es noch? Ja, die Frage ist, ob Alzheimer manchmal ein Segen ist. Das ist doch die neue Frage. Es gibt doch den schönen Witz, was ist schlimmer, Alzheimer oder Parkinson? Ganz klar, Parkinson. Lieber zwei Bier vergessen, als zwei verschütten. Das berührt mich gerade sehr. Vielen Dank von Laura.
Mich auch. Vielen Dank. Der Witz. Ich weiß noch, ob es sich davor berührt, aber es ist jetzt gerade gekommen. Es dauert immer 10, 12, 15 Sekunden, bis es so. Ich hätte noch eine Frage. Ja, bitte. Und zwar zu dem, wer oder was will in Kontakt sein, weil das hat mich eben berührt, wo du gesagt hast, manchmal wollen wir ja in Kontakt sein mit Eltern, Kindern, Freunden und so weiter. Und ich vermisse das immer mehr in meinem Leben, dass ich das möchte oder brauche oder und wundere mich manchmal, ne? Und denke, ist jetzt irgendwas mit mir nicht in Ordnung, weil jeder Mensch will doch in Kontakt sein und was ist mit mir los, ja? Dass mir das gar nicht mehr so wichtig ist, ist mir eigentlich egal. Oder manchmal ist mir sogar lieber, sind alle weg und das beschäftigt mich eben. Was ist das? Oder mir gehen Menschen auf die Nerven, die ständig andere brauchen und in Kontakt sein müssen. Also wo ist da der... Ja. Wenn wir jetzt gerade hier im Kontakt sind, ne, ist ja gar nicht so unangenehm. Stört nicht. Weil hier auch kein... Du willst nichts von mir, ich will nichts von dir. Ja? Wir brauchen uns gerade nicht, um irgendeine Lücke in uns zu füllen. Ne? So, das heißt, hier können wir ganz angenehm miteinander im Kontakt sein. So, und das Menschliche, das Urmenschliche ist, dass wir quasi, wir brauchen den Clan. Wir können als Mensch, als Einzelgänger nicht überleben. Wir haben zwar jetzt hier durch unsere die Möglichkeiten, das zu überleben, ja, in unserer Gesellschaft sozusagen. Aber so ganz früher haben wir den Halt und den Schutz des Clans oder der Familie oder irgendwas gebraucht. Ja, alleine ging es nicht zu überleben. Das ist was ganz Uraltes, diesen Kontakt zu wollen. Und das fühlt sich ja auch gut an, ja, wenn wir diesen Kontakt haben können, ohne dass wir uns verstellen müssen. So, und da sind viele Störungen für uns passiert, auch wieder in der ganz frühen Kindheit, ne, dass wir, um diesen Kontakt zu unseren Eltern oder ja, zu unseren Eltern haben zu können, dass wir uns irgendwie anstrengen mussten. Ne? Brav sein, gut aussehen vielleicht sogar, ja, wer weiß, keine Ahnung, wie gestört unsere Eltern waren. Ne? So, welche Leistung wir zu vollbringen hatten, damit die uns annehmen oder sehen oder unsere Bedürfnisse hören. Ne? Ist klar, dass unsere Eltern waren alle, aber schon alle kriegstraumatisiert. Ne? Entweder haben sie den Krieg noch miterlebt oder waren zumindest in der Nachkriegszeit geboren. Die Info haben wir ja alle schon mitgekriegt. Und ich höre dich und ich kenne das auch manchmal, ich habe auch keine Lust auf Menschen. Aber das ist auch nicht gemeint. Das ist eher so ein tieferes Ding, dass wir den Kontakt schon wollen und brauchen. Und manchmal sind Verletzungen so stark und wir sind so enttäuscht über Beziehungen oder Partnerschaften, die wir gehabt haben, die in irgendeiner Form schmerzhaft waren oder in die Brüche gegangen sind oder wo wir uns betrogen und nicht gesehen gefühlt haben oder irgendwas, dass wir sagen, ach,
lass mich doch in Ruhe. Ich kann mir es auch gut selber machen. Und da ist nichts verkehrt damit. Da ist überhaupt nichts verkehrt damit. Es ist wunderbar, wenn wir in uns selbst zufrieden sein können. Das ist ein Segen. Wenn ich für mein Glück und für meinen Frieden dich nicht brauche und trotzdem dir in dem begegnen kann. Ja, also ich empfinde es auch als Segen und trotzdem ist da dieses Fragezeichen, ist es jetzt, was weiß ich, also ich höre das auch so von Freunden, du kannst dich doch nicht, ne, so zurückziehen oder du, ne, und für mich ist es aber eben das Allerschönste und da gibt es sozusagen irgendwas, was fragt, mache ich mir da was vor, also wir haben ja immer so diesen kleinen Zweifler in uns, der alles kontrolliert und selbst wenn alles gut ist, fragt er sich, stimmt das jetzt wirklich? Ja, ja klar, den haben wir ja. Das ist, glaube ich, ne, diese Stelle, ne? Und wo das dann kommt, wo es dann nochmal guckt. Und dieser Zweifler ist... Auch der Zweifler ist eine Überlebensfunktion. Ne? Der ist vollkommen okay und es ist auch gut, tatsächlich zu gucken. Ne? Stimmt das eigentlich wirklich? Machen wir was vor? Ja, weil es kann ja durchaus sein. Kann durchaus sein, ja. Passiert. Und wenn man sich dann so einbildet, ja, also das ist ja dann auch schon wieder so eine festgeklopfte Sache, wo ich denke, na, so fest will ich nicht werden in meinem Selbstverständnis, ja, dass ich mir ohne jeden Zweifel sicher bin, das ist so oder das ist so, weil es ist nie so oder so, weil es kann immer auch anders sein. Genau, und, genau, es kann immer anders sein, zwar später, aber jetzt gerade nicht, aber das, wenn du das Bedürfnis hast, dich zurückzuziehen oder gerade mal nicht so viel mit Menschen zu tun zu haben und es genießen kannst mit dir selbst und bei dir selbst und mit dem, was da geschieht. Das heißt ja auch nicht, dass das übermorgen auch noch so ist oder in 40 Jahren oder was weiß ich. Ja. Und der Zweifler, klar, der taucht auf. Das ist klar, den werden wir wahrscheinlich auch niemals wirklich vollkommen los werden, solange das hier lebt. Ja, die Gehirne haben ja diese Kapazität entwickelt. Schlimm ist, wenn wir dieses spirituelle Konzept haben oder dieser spirituellen Idee glauben, dass dieser Zweifler oder dieses Ego irgendwie nicht sein sollte. Was ja in vielen spirituellen Lehren fälschlicherweise vermittelt wird. Ja, das ist dieses, was wir vorhin hatten, dass ich irgendwie denke, letztendlich bin ich froh, nicht so fest zu sein, weil immer in jedem Moment die Möglichkeit besteht, dass es anders sein kann. Und das ist mir irgendwie bewusst durch diesen Zweifler, der auch immer wieder alles hinterfragt, auch wenn nicht noch so sehr, ja. So dass ich jetzt nicht denke, ach, dieser böse Zweifler, ja, der muss jetzt weg sein, sondern ist schon schön, wenn alles immer wieder beobachtet und ja, irgendwie in Bewegung bleibt, sage ich mal, oder so. Und naja, und dieses den Zweifler wegmachen oder überhaupt sich so festklopfen, das ist was, wo andere unheimlich stolz drauf sind teilweise, wenn sie das geschafft haben, ja, in bestimmten Sachen sich wie so ein Pfahl in die Erde zu rammen und zu sagen, da habe ich früher auch ganz oft neidisch geguckt und habe gedacht, ne? Also das ist ja jetzt ganz klar auf Fall, also kann man nichts dran rütteln. War
fast ein bisschen neidisch, dass ich das so nicht kenne. Hm. Aber inzwischen habe ich eben erkannt, bei mir ist es halt nicht so. Ne? Bei mir ist es eben so. Ja. Ja. Ja, und wie wir vorhin schon in dem anderen Seminar, wo wir auch ein bisschen mit Jeet uns Dinge angeschaut haben, glaube ich, hast du es sogar gesagt, wie kann ich mir anmaßen, was für irgendjemanden richtig gut oder falsch ist. Wir wissen es ja nicht mal für uns selbst wirklich. Ja? Wie können wir für irgendjemand anderen das wissen? Und ich kann feststellen, das, was du gerade gesagt hast, das ist dann, das macht ganz nahbar. Also kann ich da in denen total, also auch wenn wir es nicht oft sehen, aber es ist so dann nah, also auch jetzt im Moment, also fühle ich mich da ganz nah oder ne, als dieses, wie das andere Beispiel genannt hat, wenn jemand so ein festes, dann, ja, wollte ich nur sagen, es macht einfach nah, aber ja, es gibt so eine Verbundenheit, so ein wirkliches Begegnen, oder? Ja. Josch, heute habe ich mit großer Erleichterung festgestellt, dass Stille, Frieden, Erwachen oder wie immer das es nennen mag, unabhängig davon ist, was ich mache. Ja. Ob meine Pläne beruflich etwas Neues aufzubauen funktionieren oder nicht. Das ist eine große Befreiung. Ja. Halleluja. Ja. Ja, das stimmt. Und dieses Befreiung oder dieses Freisein davon heißt nicht, dass ich nicht trotzdem diese beruflichen Veränderungen oder Ideen verwirklichen dürfen oder können. So, da würde unser Mind wieder ganz schnell einspringen und sagen, ach so, okay, diese Freiheit, das, was ich bin, hat gar nichts damit zu tun, also bleibe ich mal da und kümmere mich gar nicht mehr um die berufliche Entwicklung oder in aller Freiheit, die Miete muss bezahlt werden, die Kinder müssen zur Schule oder was und brauchen ihre Klamotten, egal wie frei das Erleben hier ist. Und Geld zu verdienen ist kein Verbrechen. Vorhin hast du von Mitgefühl gesprochen. Kannst du das aus deinem Erleben oder irgendwas dazu sagen? Also ich kenne Mitgefühl sehr gut, ich kenne auch Mitleid sehr gut. Und momentan ist im Facebook so ein großer Artikel, der sehr rumgeht mit vielen, vielen, wo Menschen ihre Kommentare dazu schreiben. Das hat irgendwas angetickert. Also das wäre von Mitleid, die nächste Stufe wäre Mitgefühl. Und dann gibt es eine weitere Möglichkeit neben dem Mitgefühl,
Liebe ohne Mitgefühl. Also in der Begegnung mit dem Menschen. Und es wird so, und da merke ich, aha, konnte ich erst gar nicht, und da merke ich, es arbeitet dieser Artikel, nicht im Verstehen wollen, sondern im wurde so beschrieben im Erleben, solange ich noch mitfühle mit dem Menschen in der Begegnung, schwingt da was mit mir mit rein und in diesem Liebe ohne Mitgefühl, in der Begegnung, in der totalen Buddha, in dem ich nur die Buddha-Natur in dem anderen Raum gebe, besteht die Möglichkeit, dass sich da nichts vermischt oder dass der andere erkennt oder um was es wirklich geht oder wie auch immer. Weiß nicht, ob ich das jetzt so gut... Ich wollte nur wissen, ja, würde mich interessieren, wie du das erlebst oder wie das in dir resoniert. Also wenn es sozusagen das Ziel wäre, in diese höchste Liebe ohne Mitgefühl zu kommen, wenn das das Ziel wäre, dann schmerzt es mich. Ja, es wird so dargestellt als beides nebeneinander. Aber ich kann ungefähr nachvollziehen, was gemeint ist. So, wenn wir hier diesen Moment nehmen, ja, und schauen nach, was ist jetzt hier? Was können wir entdecken? Gedanken, Gefühle, Empfindungen? Und was bleibt, wenn wir dem mal kurz nicht die Aufmerksamkeit schenken? Wie würdest du es beschreiben, was bleibt? Oder du? Was bleibt? Für einen kurzen Moment nur, ja? Wir sollen nicht die Gedanken, Gefühle oder Empfindungen loslassen, wegschalten, wegdrücken, auflösen, transformieren oder irgendwas von dem, sondern einfach nur gucken, was ist noch da? Was bleibt sozusagen, wenn das für einen Moment keine Aufmerksamkeit bekommt? So ein leerer Raum. Also so genau, Straße. So nix. Ja? Man könnte sagen nix. Ne? Ja. Nix. Mhm. Nix. Okay. So nix ist aber in dem Sinne nicht mal irgendwie ein Vakuum. Aber wir können mal bei dem Nix bleiben. Ne? Mhm. Und dieses Nix mal kurz erforschen. Ne? Wie ist das? Wie klein oder wie groß? Endlos. Endlos groß, ne? Mhm. Riesengroß, ne? So. Man könnte sagen, dieses Nix, ja, das ist auch vollkommen bedingungslos, ne? So, bedingungslos ist ein Attribut, was der Liebe zugeschrieben wird. Ne? Mhm. So, wenn dieses Nichts, das ist diese bedingungslose Liebe ohne Mitgefühl. Ne? Ohne, das ist überhaupt nicht berührt von dem Schmerz oder Leid oder überhaupt nicht. Ne? Es verändert sich dadurch nicht. Es wird nicht kleiner, nicht größer. Es versucht auch nichts zu verändern. Es ist einfach da. So, dieses Nix, man könnte sagen, das ist die Buddha-Natur oder das, was du wirklich bist. Da können
Da können wir Kontakt dazu haben. Wenn ich sage, wir können Kontakt dazu haben, ist es besser zu sagen, das Gehirn kann den Kontakt dazu aufnehmen. So, jetzt kommst du als Mensch zu mir mit einer schweren Herausforderung, wie immer sie ist. Jetzt kann ich dir als Mitmensch sagen, Mensch, ist alles nur eine Illusion. Geh einfach in den Raum, der durch nichts berührt ist. Das kann nicht sterben. Das hat auch keinen Hunger. Das hat auch keinen. So, wie fühlt sich das an? Ah. Ja, fühlt sich nicht gesehen, ne? Ja. Fühlt sich einfach nicht gesehen. Ja. Nicht. Obwohl das stimmt, ja, dieses Nix hier ist, du sogar den Zugang hast, ja, und trotzdem darf. Wie so ein Zurückstoßen. Ja, so. Ja. So, das wäre so, wenn du nach Afrika gehst, da die Kinder verhungern und du sagst, ach, da, aber das, was du wirklich bist, ja, das ist gefüllt mit allem. Ne? Da ist auch alles, was es zu essen gibt, ist da drin. Ne? Stimmt auch. Hilft aber dem verhungerten Kind überhaupt nicht. So, da hilft eher ein Mitgefühl. Ja? Ich bin hier. Ich kann dir was geben. Nimm es an irgendwie, oder vielleicht geht's noch, ja? Und ich kann mich erinnern, ich war mal in einem Satsang, da war einer auch so ein sehr straight Advaita, und eine Frau kam zu ihm, die trauerte, weil ihr Mann verstorben war. Kurz, und sie war in so einem Schmerz. Und dieser Lehrer sagte, da ist nie jemand geboren, nie jemand gestorben. Ne? Und ich merke nur, au. Das stimmt zwar, aber das war nicht die Botschaft, die die Frau jetzt gerade hören konnte. Und da können wir abwägen. Und was jetzt richtig und was falsch ist, ich habe keine Ahnung. Ich weiß nur, dieses Nix ist das, was bleibt, und das ist frei von allen. Und wunderbar, wenn wir da einen Zugang zu haben. Schöne, schöne Ressource. Es gibt diese schöne Geschichte. Ich weiß nicht, ob sie wahr ist, aber es ist zumindest erzählt worden, dass in Indien diese eine Frau das erlebt hat, dass ihr Mann verstorben ist und bei einem Unfall der Mann und die Kinder gestorben sind, und sie war vollkommen verzweifelt. Und in Indien bist du so sowieso als verwitwete Frau. Kannst du hier eigentlich gleich verbrennen, so ungefähr. Also so ist der soziale Status da. Und sie war also vollkommen verzweifelt in diesem Schmerz und ist von Sadhu zu Sadhu gerannt und von den Yogis zu den Yogis. Und irgendwann ist sie bei Ramana gelandet. Und Ramana ist ja unser bekannter Advaita-Meister. Und Ramana hat die Frau gehört und hat mit ihr eine halbe Stunde geweint. Und die Frau war erlöst. Also weil er hat sie gefühlt, er hat gespürt und hat mit ihr geweint, den Schmerz zusammen gefühlt, Mitgefühl. Obwohl er wusste, da ist keiner. Finde ich eine sehr berührende Story, Geschichte. Ich weiß nicht, ob es stimmt, aber macht ja nichts. Hat den Zweck erfüllt.
Okay. Gibt es noch was an Fragen oder sagt die Zeit? 10:15. Was? Echt? Nein. Ach. Ja, vielen Dank fürs Dabeisein. Euch vielen Dank für die Einladung. Dankeschön. Und freue mich schon aufs nächste Mal. Ja, nochmal danke, Kaya. Die Wiederholung wird vielleicht gleich starten und ansonsten gibt den Link weiter, den wir unten schreiben. In 2 Stunden könnt ihr dann circa vor- und zurückspulen, wie ihr wollt. Habt ja. Und dann wird in 2 Tagen in Full HD hochgeladen. Also am besten könnt ihr das kurze Link weitergeben und sonst 2 Tage warten, weil dann ist einfach auch eine ganz andere Qualität zum Technischen. Und für alle, die den Chat nicht lesen konnten, ist, weil sie den Nickname nicht geschrieben haben. Sobald man den Nickname schreibt, dann kann man den Chat auch lesen. Dankeschön. Dankeschön.